Hallo Leute, der Sorero hier. Willkommen, die nächste Folge. Wir sind im Dorf und in New World. Dorf Immerfall in New World. Anders ausgedrückt, wir spielen New World. Und wenn ihr die letzte Folge gesehen habt, die war etwas länger. Ich habe einiges an Aufgaben gemacht und bin jetzt hier sozusagen und will die Aufgaben abgeben. Und das mache ich mit euch zusammen. Was war denn das gerade? Wow, wump. Ein Feuerball, der hier durchwurschtelt. So, wenn es dir gefällt, freue ich mich. Lass mir gerne ein Like da. Gerne einen Kommentar schreiben, natürlich. Und wenn du mich unterstützen willst, würde ich mich sehr über ein Abo freuen. Das hilft mir, dass mein Kanal wächst. So, jetzt machen wir erstmal mit dem hier einen Waffenkoffer. Okay. Da können wir mal erstmal gucken. Und den können wir mal öffnen. So. Und dann haben wir ein Schwert. Ist das besser als das, was wir bis jetzt haben? 249? Sonst zeigst du mir doch immer den Unterschied an. Voraussetzung ist Stufe 12. Das kann ich noch gar nicht tragen. Und hat tatsächlich aber weniger Schaden. Mehr Rüstwert, aber weniger Schaden. Eine höhere kritische Trefferchance. Schnittschaden, Stichschaden und... erhöht die Konstitution um 11. 11 ist nicht schlecht. So, aber okay, das ist der eine. Jetzt gucken wir mal, wo der andere ist. Ich glaube, dann bin ich schneller, wenn ich hier lang laufe. Da komme ich nicht lang. So. Das ist auch Stufe 12. Leider ist es schwierig, mit dem irritierenden Überlebenskünstler hier meine Arbeit zu erledigen. Du solltest ihm unbedingt aus dem... Ja, Ordnel, die Verderbten töteten meine frühere Freundin in der Ebenholzsteinhöhle. Du könntest dich dorthin begeben. Okay. Nächste Aufgabe, und das ist auch eine Level 12 Kiste. Das heißt, ich krieg hier Stufen, aber die kann ich schon, die kann ich ausrüsten. Die sind nicht Level 12 und sind ein bisschen besser. Rang 2. Okay, haben andere Sachen, die sie jetzt erhöhen. Ein bisschen mehr Rüstwert. Wir machen das mal. Und hier, die Sachen kann man im Übrigen zerlegen. Und dann kriegt man ein bisschen Taler dafür. Ja, macht mehr Sinn, als die zu verkaufen. Tatsächlich. So, zwei Sachen habe ich aber noch. Da und da, na super. Komme ich hier eigentlich? Nee, ich muss schon hier da hochgehen. So, interessanterweise läuft das hier auch mit so vielen Leuten. Erstaunlich flüssig. Finde ich ganz schön krass. Hätte ich nicht gedacht. Ich glaube, das war bei anderen Spielern zum Teil schwierig, wenn so viele Leute waren. Okay. So, Waffenkoffer Stufe 9. Die offene Gemeinschaftstafel. Jagd auf Ziege. Okay. So. Den machen wir auch gleich mal auf. Ein Speer. Speer will ich aber nicht. Will ich noch was lernen. Zerlegen. Bestätigen. So, weg. Ich bin eigentlich jetzt... ich bin jetzt auch Level 12. Das heißt, ich kann das Ding jetzt ausrüsten. Jep. Sonst hast du doch immer... mir den Unterschied angezeigt. 249, 264. Der macht mehr kritischen Schaden. Mal gucken. Ausrüstungspunkte 2 verfügbar. Okay. Und ich muss noch mit irgendjemanden hier? Hä? Muss ich den hier hin? Ist gut. Okay. Hier können wir reden. Die hat eine Aufgabe. Kaninchenpfoten. Alles klar.
Aber wo muss ich denn jetzt die andere Aufgabe abgeben? Da oben. Hier war ich noch nie. Warte mal, lass mich raten. Du bist noch nicht lange hier auf der Insel. Wirklich? Dann hast du mir einen riesen Gefallen getan. Ach, das ist der. Natürlich, der Magistrat. So, okay. Noch eine Kiste. Öffnen wir mal. Stiefel. Die sind auch ein bisschen besser. Ja, die nehmen wir auch. Bestätigen. So, gut. Irgendwo war hier noch was Gelbes, oder? Ich dachte, ich hätte hier irgendwo noch eine Aufgabe, was Gelbes gesehen. Eine Aufgabe da vorne. Aber ich glaube, es macht schon Sinn, mehrere Aufgaben anzunehmen, weil so wie es letzte Mal war, waren die ja dann auch im selben Gebiet. Ich habe keinen blassen Schimmer, was die Frau... Ich habe noch eine Idee, die ein Versuch wert wäre. Aber diese... Ja, du bist doch von der schnellen Sorte, oder? Pass auf. Alles klar. Wenn du Petrowski das Erz überreichst, sag ihr, es handle sich um ein anonymes Geschenk. So, also. Da ist auch noch was. Wir können ja mal gucken. Wo muss ich denn hin? Da oben muss ich hin. Fort, da war ich noch nicht. 2, 3. Wo immer der Rest ist. Okay. Gehen wir erstmal hier noch in den Gasthaus. Ins Gasthaus, wenn es hier auch noch eine Aufgabe gibt. Sammeln wir? Wir sammeln jetzt Aufgaben. Du hast dich zu einem richtigen Dauer ausgezeichnet. Natürlich. Es kostet dich etwas Arzort. Aber das kennst du ja schon. Ja, wenn du ihr meine Nachricht danke, dass du Gasthofbetreiber Sohn meine Bitte überbringst. Er wird dir genug Arzort geben, um per Schnellreise... Okay. Sprich mit... Wo ist der denn? Hier ist die... Boah. Krass. Hier ist was. Das, da unten ist was. Da ist was. Das 1, 2, 3. Wo ist denn die... Wo sind denn die anderen? Also ich kann mich offensichtlich jetzt hier deutlich weiter schon auch... verteilen, aber ich suche gerade, ich habe ja noch mehr Aufgaben. Okay, Leute, ganz ehrlich, da hochrennen, das dauert ja ewig. Schnellreise. Ja, wir machen mal die Schnellreise dahin. Und weg. Nächste Schnellreise. Jojojojojoj. So, das war hier gar nicht so weit weg. Du hängst aber zum Teil wirklich an Sachen fest. Das ist nicht schön. Können wir da irgendwas machen? Nö. Na gut, dann gehen wir hier hin. Ist das der Gasthofbetreiber? In Fahrt mit dir, Geist. Scheuchst die Fische. Ein Name. Oh ja. Damit wollen die Leute ihre Vergänglichkeit etwas. Rüstungskoffer? Okay. Die Zeit, dem Tod einmal. Habt ihr das gehört? Wie töricht diese Sterblichen doch sind. Alte Steine erinnern sich? Okay. Wir haben schon wieder eine Kiste bekommen. Also Kisten kriege ich hier gerade am laufenden Band. Das ist wieder sowas Komisches. Besser Rüstungswert, aber... Okay, wir behalten die erstmal.
ist eine Siedlung, da könnte man hin. Hier ist tatsächlich gelbes Gebiet, das ist eigentlich auch cool. Da ist das unter Gastwirten. Das heißt, ich denke fast, ich werde Richtung dieser Siedlung gehen. Das ist allerdings wirklich, das ist eine Ecke. Die sind hier gerade alle am Angeln. Ich glaube, ich habe keine Angel. Vorladungsschreiben. Ich habe keine Ahnung. Ich habe noch keine Angel, deswegen kann ich das nicht so richtig machen. Das heißt, nicht so richtig. Wir gucken geradeaus bis zur Straße und dann der Straße folgen. Kilometer. Stufe 18. Nee. Bin ja froh, wenn ich Stufe 12 bin hier. Boah. Ich fäll hier mal einen Baum, damit ich so ein bisschen Erfahrungspunkte auch im Holzhacken kriege und so. Holzwerkstatt. Ach nee. Holzfällerei, genau. Frischholz. Busch. Toter Baum. Das gibt nämlich eben halt da Punkte und dann kann ich da aufsteigen und das wird mir, glaube ich, an anderen Stellen dann wieder nutzen. Hoffe ich. Holzfällerei. Bin zwar immer noch bei Stufe 1, aber weil so einen Baum hier kann ich noch nicht fällen, da brauche ich dann irgendwie Stufe irgendwas. Na, da vorne sieht es ja auch gut aus. Wilder Truthahn. Was immer das ist. Greenville. Und Wölfe. Ich bin immer noch gewohnt, dass die Fähigkeiten auf den Zahlentasten liegen. Und da liegen die Waffen. Das ist echt komisch, finde ich. Komisch gelöst, muss ich mich echt dran gewöhnen. Was ist denn verfügbar? Attributspunkte, 2 Stück. Der gerade überhaupt nicht geplockt. Verstehe ich nicht. Der hat geblockt. Das ist ein zweischneidiges Schwert. Ach, das ist ein zweihändiges Schwert. Deswegen habe ich das Gefühl gehabt, der hat nicht geblockt.
Kiste mitnehmen hier. Kurzstich. Ich bin mir tatsächlich nicht sicher, ob es sich die Kisten lohnen. Oder ob das eigentlich nur Zeit kostet. Gehen wir in das Haus gucken. Nein, nicht. Hallo? Geht das jetzt nicht? Warum ging Kuh jetzt nicht? Jetzt zählt er zurück. Okay, komisch. Ganz merkwürdig gerade. Aber das so gelohnt hat sich das ja jetzt nicht. Stoff, Patronen, okay. Da lang müssen wir. Ja. Den Totenbaum nehmen wir auch noch mit. Vielleicht steigen wir dann da auf Level 2 auf beim Holzfällen. Na los. So. Ja, Level 2 Holzfällerei. Aus dem Gebiet raus. Damit verfolgt er uns dann auch nicht mehr. Und dann hat er nämlich auf einmal auch wieder volles Leben. Oh, man trifft manchmal so schlecht. Unbedingt wieder was zu essen machen. So. Gucken. Ja, ich glaube, wenn wir hier zumindest den mit dem Gastwirt gesprochen haben, ist das, glaube ich, auch okay. Windkreisdorf. Wo ist der Gastwirt? Hier gibt es das Lager. Man kann im Übrigen hier klicken, dann wird alles gleich darüber gepackt. Das ist ganz praktisch. Rohstoffe. Ja. So. Das sind die Örtchen hier. Kann man hier auf Klo gehen? Klopf, klopf. Hier ist der Gastwirt. Sei gegrüßt und willkommen in Windkreis. Moment. Und du kannst dir versichern, dass ich es ihr schon vorschicken werde. Wir hatten in letzter Zeit viele. Du hast dich zu einem richtigen Dauergast gemausert, was? Ich hoffe, du fühlst dich hier wie zu Hause. So, was haben wir bekommen? Kleidung. Abgewächste Umhängetasche. Was macht die eigentlich? Erhöht die Belastbarkeit. Aha, ich kann
Ich kann 50 mehr tragen. 50 Gewicht mehr tragen. Das ist sehr praktisch. Was ist da oben? Hier, Handelsposten. Da stehen ganz schön viele Leute an, aber ganz ehrlich. Preis 0,55. Ich glaube, das lohnt sich nicht. Nicht. Hühnchenfleisch, Patronen? Nee. Verfügbar 8, verfügbar 10 für 308. Wenn ich hier 3 pro Stück kriege, also 2,85 und ich würde 10 verkaufen, würde ich 28,5 kriegen, dann würde sich die Angebotsgebühr lohnen, oder? Ich mache mal 10. Dann sag mal 307. Auftrag erteilen. Meine Aufträge. Mal gucken. Ich habe echt keine Ahnung, ob das funktioniert. So, magische Waffen, Eisstulpen. Kann ich alle noch nicht tragen, oder? Stufe 21, Stufe 22, ausrüstbar. Die sind aber nicht besser als das, was ich habe. Ich glaube, das ist alles nicht besser, als was ich habe, weil meine Eisstülpen hier haben ja 220. Ich bräuchte also Waffen, magische Waffen, Eisstülpen, ausrüstbar. 262 wäre jetzt schon besser. Kostet 3,99, 114 Schaden. Wie kann ich die jetzt kaufen? Hallo? Ja, kaufen wir. Ich habe genug. Und vor allem glaube ich, ich muss dann mal... mir bessere Kleidung kaufen. Weil guck mal hier, das ist jetzt schon 2. Okay, ist alles 2, aber... gerade die Hose. Ne, können wir mal gucken, ob wir hier was finden. Kleidung. Brustpanzerung. Beinpanzerung wäre das. Leichte Rüstung. Ausrüstbar. Nee, zurück. Mittlere Rüstung. Sowas in Richtung Lederhose. Wie viel kostet das? Das ist schon ein bisschen teurer. Na? Irgendwas mit 8 Intelligenz, ja. So, kaufen. Ich habe genug Geld. Also an Geld, da mangelt es mir hier gerade nicht. Ja, 244 ist deutlich besser und ich krieg noch 8 Intelligenz dazu. Das ist auch nicht schlecht. Ja. So. Gut. Okay.
Guck gerade mal auf die. Wir sind ja schon wieder bei über 20 Minuten. Okay, ich werde mich hier noch ein bisschen umschauen. Gucken, ob es hier noch dies ein oder andere Aufgabe gibt, wie zum Beispiel von dem Kollegen hier. Genau das denke ich auch. Mir schwebt da ein bestimmtes Experiment vor. Aber dazu brauche ich Bodenproben von ihren Standorten. Merrill Platz für die Verderbten und Cooper Platz für die Verlorenen. Öffne so. Da haben wir zumindest das erledigt. Aber ich werde mal gucken, was hier noch so ist. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann, Leute.